Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf der Karte von Turing, Version 3.1.01. Ja, wir sind jetzt beim Ballen einsammeln dabei, also ich. Und die anderen pressen noch schnell. Ja, leider ist der Wetter nicht zuverlässig. 9 Uhr. Wir haben jetzt um 10 Uhr angefangen. So, schauen wir mal, ne? Ich muss erstmal die Ballen entfernen, die jetzt Problemballen sein könnten. War ein Fahrzeug noch. Ich habe gerade gestartet und die Fahrzeuge gestartet. Ich glaube, die sind sehr aufwendig. Ich habe groß geladen. Ich habe einen Aufwand gemacht. Jetzt, wo sie alle arbeiten, kann ich wieder auch selber arbeiten. So sehe ich, liegt hier noch ein bisschen Gras rum. Aber gut, das wird jetzt nicht funktionieren mit den letzten Ballen. Zwei sammeln ja noch. Anführungszeichen, ne? Mit Verlusten muss ich so rechnen, weil der Regen da ist. Und im Dunkeln ist es so blöd. Ja, aber ich muss mal umstellen, ne? Auf hinteren, ne? Ja. Gut. Nicht gut. Das ist keine Pressung. Ja, der Regen ist ungünstig. Erstmal dunkel. Das ist auch blöd. Anführungszeichen. Und es kommt der Regen noch hinzu. Das heißt, unser Gras verschwindet in der Zeit. Das wollte ich ja gerade vermeiden. Das ist ja jetzt eingetreten, aber gut. Ist halt so. Zwei schwacken ja noch. Vielleicht fahren die noch nicht den Kurs zurück. Das kann mir sein, ne? Ja, da ist einer fest. Ja, ein paar Verluste haben wir sicherlich bei. Aber gut. Ist leider so. Verluste keine. Da probiere ich mal, habe ich das mal verstellt in Aufnahmeprogramm, dass es besser wird. Könnte natürlich schief gehen. Ne? Der Traktor, ich bin noch Vollgas. Ne? Geht bergauf. Und die Wiese ist nass. Und wie schlecht ist. Wir fahren ja. Hier ist auch nicht alles gewendet worden. Jetzt, was er gerade zuerst schnappt, ne, ist dann entsprechend Pferdegras oder. Ja. Einer steht. Wer ist es hier? Das ist ungünstig. Das war ja so nicht geplant, ne? Dass die jetzt im Weg stehen. Ja, das, der Aufwand ist enorm, ne? Da ja viele Fahrzeuge haben und leider so, ist halt so, ne? Schwatten tun glaube ich alle drei. Testen auch einer nicht, der einer nicht mehr. Irgendwo da sind wir. Mal gucken. Ja, insgesamt 4 Zettel. Zum Wenden und einen habe ich noch gekauft, wo ich selber gewendet habe. Oh, so düster hier. Lichter machen hier. So, wie sieht das aus? Verluste? Keine. Okay. Das ist meine Sorge, dass die Qualität nicht passt. So, einen haben wir noch hier gehabt irgendwo. Kurze Pause. Wasser läuft. So, weiter geht's. War so abgestellt. Das Klo ist. Ventil ist undicht. Muss ich kurz reagieren. Und das Plätschern gehört. Und das lange läuft, dann ist hockzuck. Ja. Dann dreht die Wasseruhr durch, ne? Und dann mein Konto sicherlich auch. Ja. Muss ich mal bei Gelegenheit mal, damit der mal melden. So, was gemacht wird. Das Ventil. Ja, hier ist aktuell Ballensammeln angesagt. Ja, leider ist es sehr dunkel. Aber gut. Ich muss schauen, ob ich alle diese Ballen wegkriege, die jetzt in dem Bereich liegen könnten, wo jetzt stören könnte. Ne? Also jetzt, wo noch wo sie das schwatten müssen. Ich habe da noch einen losgeschickt. Ganz schnell mal. So, mal ganz kurz mal Alarm einstellen. Ohne Kursplay mal kurz deaktivieren.
Ja, Kursplosion habe ich auch eine neue drauf. Und zwar die 033. Eine Weiterentwicklung kann man sagen, ne? Was nur genau. Ja. Da sind immer wieder Sachen hinzugefügt oder Fehler korrigiert oder sowas, das passiert ja immer wieder. Da ist ja hier kein. Ich sehe hier wirklich nichts. Ja, am Mimus ist hier vorne, ist er nicht. Da hat er sicherlich irgendwo aufgelegen. Ein Ball im Weg liegt, ne? Und dass ich hier auf 3-3 gemacht habe, ne? Sonst wäre ich hier überhaupt nicht da gekommen. So könnte er sein. Überall Problembein hier. Ja, auch Sonne. Ja, normalerweise würde ich hier nachts nichts tun. Ja, ja, gut wenden. Ja, die Traktoren haben eigentlich schlechtes Licht, kann man sagen. Ne? Aber ja, gut. Wo hängt er sich fest, ne? Kann ich sehen. Baum ist klar. Guck mal, starken Bauern nehmen. Hat sich irgendwo festgehackt. Jetzt findet man die richtige Position, die er war, ne? Ja, seht ihr, war beim Wetten bei gewesen. Also Pferdegras hat mir von Nerven gekostet. Aber die Zahl hat besser dafür, ne? Das ist kommt der. Gucken wir mal, was wird, ne? Der hat kein ordentliches Licht, das ist ja so ein Funzel, ne? Wie kann der mit arbeiten, ne? Naja, gut. Ja, nur also im Wald versinkt. Im Grunde lasse ich ihn fahren, weil ich irgendwo sicherlich wo Gras rumliegt. Ja, und beim großen Runde muss ja auch noch was da sein, ne? So, Gas geben. Boah, wir fahren so viele. So viele noch. Ich befürchte, dass ich gerade verkehrten sammle. Tue. Ja, da hat nichts mehr. Aufhören müssen wir überall. Naja, das machen wir einfach mal so. Ein paar Ballen sammeln und dann geht es Richtung Hof 1 zu BGH. Und da hat man schon lagern. Wir müssen ja 3 Tage gehen. Ne? Irgendwann muss ich hier einen Düngen, das ist mal früh. Dann hell wird. Dann gehe ich vorbei. Schick mal ein Düngefahrzeug her. Klee muss noch gesammelt werden. Also Kleeballen und dann noch Huhn. Die Türne kann auch gedüngt werden. Ne? Aber Klee muss erstmal sammeln. Die Drohne haben wir nicht, wo wir jetzt im Prinzip aus der Luft düngen könnten. Ne? Hab ich mal gesehen, eine kleine Drohne, aber wie gesagt, das ist ob das so perfekt ist, ne? Für die großen Flächen sicherlich nicht. Und für die kleinen Flächen zu teuer. Hier ist auch nicht fertig mit dem Pressen, ne? Na gut, aber da ist auch nichts mehr, ne? Also mit Backen. Ja, nachts wollte ich eigentlich nicht spielen. Aber solange er pressen tut,
kann ich nicht aufhören. Die Silagebahnen nachher, die können nachher stehen bleiben. Also wenn sie in Folie sind, denen passiert nichts mehr. Nur wenn jetzt theoretisch das Gras nicht rumliegt, da kann man nicht aufhören. Vor allen Dingen nicht schnell vorspulen, denn die arbeiten nicht schneller, ne? Aber das Gras geht bei Regen weg in der Zeit. Deswegen hilft eins aktuell, weil die Arbeiten müssen ja noch gemacht werden. Ne? Es gab ja nur etliche Updates für Mods. Habe ich nun gemacht. Präzisend. Aber den Reh habe ich nicht gemacht. Den Update nutze ich immer nicht. Wäre mir jetzt überhaupt nicht klar gekommen. Ich habe gesammelt. Wir können ja beim Traktor nicht sehen, wie überhaupt drauf ist. Dann passen wir zwei rein. Aber das Gewicht können wir sehen. 4 Tonnen. Ob das stimmt. Ich meine, ganz ehrlich, gut, ist eh feucht, ne? Von da, also ist egal, aber wie gesagt, wenn es Heu wäre bei Regen, naja, das wäre sicherlich garantiert, ja. Versaut, ne? Ich wollte eh die Lage haben. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so gut ist. Mit zu viel Wasser. Dann beim Silieren tritt ja Wasser aus, ne? Und wird dann entsprechend, naja, irgendwo verbraucht werden müssen, ne? Wenn das Zeug gut dahin läuft, da wächst nichts mehr, ne? So, orientieren wir ein bisschen am Feldrand. Und dann Richtung Hof 1. Blocking, das ist nicht gut. Ich gehe dann fertig. So, hoffe ich jedenfalls. Ne? Zwei Ballen pressen, Blocking, das ist nicht gut. Wie gesagt, im Dunkeln ist das schlecht. Ja, zum Meistern. Fahren wir zum Rand und da sind dann etliche Dinge, wo man gepresst werden muss. Dann in 3 Tagen wächst das neu. Bis da muss es gepresst sein und weggefahren sein. Gedüngt. Düngen wir auf jeden Fall. So, einer ist schon fertig. Wer ist Blocking? So. Ach so. Du bist glaube ich fertig. Ach ja, jetzt weiß ich, was los ist. Und zwar, da der ja fertig war, oder da stand und nicht weitergefahren ist, haben die anderen aufgehört zu arbeiten. Ha! Das ist ungünstig, ne? Ja, du bist eigentlich mit durch. Ich lasse ihn mal arbeiten. Da muss ich mal kurz wegfahren. Ich glaube, der ist auch fertig. Ja, ist auch fertig. Ja, der Schwader oder der. Ja, der Vater zittert ganz schön. So. Ich muss durchkommen, ne? Jo, keine Straßenlaternen, ne? Machen wir Licht. Ja, Batterie schon, ne? Ist nicht, ne?
Ja, 20 Ball, ne? Und das war etliche das Sammeln. Und die Blocking-App, der dreht durch. Da kommt zu nichts. Immer wie gesagt, Ballen sammeln ist nicht so wichtig. Denn der Rest läuft, ne? Ja, muss geflügt werden, macht keinen Shit. Ja, dann geht anders weiter, ne? Da können wir ihn ja fleißig wegfahren lassen, wenn wir sie alle hinstellen. Faktoren ist kein Problem, aber die Geräte sind mal ein bisschen. So, der macht seine Runde, das passt. Ja. Das Blöde ist, man sieht nichts, ne? Dann lasse ich noch mal eine Runde fahren. Hier los den Ball. Nicht gesehen, du. Du hast weggeschleppt, der kann auch sein. Wie gesagt, der Endeinsatz mitten in der Nacht hat ist ungünstig. Ich zeig euch. Das ist ja auch dunkel, ne? Das ist ja auch bei Regenwetter. Ich weiß nicht, ne? Jetzt nur eine Runde. Nee. Lass mal das Licht anmachen hier. Kurs treffen wir noch nicht, falls er ja, wirklich viel liegen bleibt. Das glaube ich eher nicht. Wenn Regen durchzieht bis morgen früh, dann ist dann bleibt nichts liegen. Ja, ich sehe ja auch nichts, ne? Das ist ja das ganze Problem. Aber mehr fahren gibt mir jetzt noch runter durch. Die Runde ist durch. Glaube ich, sind fast alle meine Traktoren zurzeit. Ja, wenn der Schwatte, dann muss noch Gras vorhanden sein, ne? Ganz vorsichtig. Schauen wir uns mal an hier. Hier irgendwo Gras vom Licht hier. Na ja, gut, Reste, ne? Reste brauchen wir nicht machen. Also wenig Erfolg habe ich hier auf jeden Fall. Also hier ist nichts mehr. Da, hier ist noch was. 1, 2, 3. Und mein guten Wissenverlust muss ich so gut einplanen. Bei dem Wetter. Da kommt es zwar auch nicht noch an. Das sind zwei Bahnen. Ja, ist egal. Lass liegen. Geht eh nichts. Oder kann man selber pressen, geht auch. Am Rand liegt glaube ich nichts mehr. Also hat zwar, da hat er ja was mähen. War ja schon zwei Bahnen weg gewesen, ne? Mit dem. Bekron habe ich jetzt drei Runden gefahren. Und auch, muss ich sagen, ich habe ja auch schon
die Sonne grasen, wenn du da Pech habt, ja. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Die Zeit ist zu Ende. Sag mal tschüss und ciao. Noch ein dickes Dankeschön, weil Sie reinschauen. Jo. Ich hoffe, dass morgen früh hier heller ist. Ne? Morgen früh hole ich auch wieder ab. Heute Nacht werde ich ein bisschen noch sammeln, weil ich sehen kann. Ansonsten wird nachher zu schlafen. Ne? Und schön. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.